Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. So, und jetzt dürfen wir endlich rein, ohne dass die Gretel uns schier die Haut abzieht, weil lauter wiescht. Und man muss dir erst zeigen, irgendwas grummelt hier. Und zwar ganz gewaltig. Ich höre es zumindest über die Kopfhörer, ich weiß nicht, wie stark ihr das hört. Aber es klingt schon stark nur Schnarcher. Das ist der Kerl hier. Mistkerl. Was gibt's hier zu Schnarcher? Nicht schlofe im Dienstuhl, fauler Sack. Und der mit seinem gruseligen Gesicht, der teilt sich die ganze Zeit. Hat man Zeit, dass die Gretel so richtig drauf kloppt. Ja, bei denen muss man halt echt aufpassen. Die sind in der Lage, sich immer wieder hochzubilden. Und um uns zu vergiften, so sind sie auch in der Lage, die Mistviecher. Da haben wir ordentlich drauf, Gretel. So, zwei haben wir noch gekillt. Und die Vergiftung hält auch nicht so lang, wie ihr seht. So. Und nein, jetzt heilt er sich schon wieder, der Mistkerl. Auf der anderen Seite, das gibt auf jeden Fall gut Erfahrungspunkte. Und wenn wir die schön die Eck drängen, die Viecher, dann können wir das eventuell auch relativ fix unterbinden. Aber die sind echt fleißig am Teile, die Kerler. So, folgendes. Vektor. Und. Ach Mist. Komm schon. Zack. Geh weg, du Vieh. So, Gretel erreicht Level 7. Das haben wir jetzt wenigstens davor. Hey, die rennt weg. Bleib do. Kein Kisch, denn kommt mir hier. Heilkräuter ist zu viel. Okay. Hätte ich welche eingesetzt wegen der Vergiftung, dann hätte ich das auch so heilt kriegt und hätte wieder Heilkräuter mehr. Der schnarcht wieder, der Kerl. Und noch andere Schnarchen hier anscheinend. Aber die sind glücklicherweise nicht so schwer zu knacken wie diese Bioschleimer. Ich glaube, Bioschleim hießen die. Zack. Kaltblütig im Schlof abgestochen. Okay, und die Goblins sind alles so hässlich, dass sie Knochenmaske brauchen. So, komm her, du. Mistkerl. Wie, du warst auf, während ich abstechen will. Der andere Kollege, der kriegt das mit. Der wird erst im Schlof verprügelt von einer Frau und dann heimtückisch von ihrem Typ abgestochen. Murmelgoblin hießen die, okay. Murmelgoblin ist erledigt. Wobei das für mich eigentlich kein Murmeln mehr ist, so wie der schnarcht. So. Fledermaus ist auch geplatzt. Ein Moment. Ja, da geht's runter. Aber da ist Lava. Also so einfach kommen wir da nicht vorbei. Zack. Und es schnarcht keiner mehr in der Gegend. Sonst würden wir das noch hören. Also ich weiß nicht, wie ihr das hört. Oder ob ihr das hört. Aber ich höre das schon ziemlich stark, das Schnarchen von denen. Okay. Die bekämpft ganz episch die Luft, da aber. So. Zack. Los, haut drauf, trau dich. Nicht die Luft verprügeln. Schön auf die Gegner drauf. So. Und. Ballonkette Level 0. Heinz ist benebelt. Und er hat noch einen Luftballon, der aus dem Kopf wächst. Das ist nicht so schön, weil so ist mal gezeichnet, dass Pennywise der tanzende Clown ihn abholt. Ach ja. Die Neuverfilmung von ES. Ich freue mich auch schon tierisch drauf. Also das Buch ist ja schon echt genial. Aber auf die Neuverfilmung freue ich mich sehr. Die alte Verfilmung von ES, muss ich dazu sagen, die von 1990, die habe ich als Siebenjähriger oder so gesehen, vielleicht sogar ein bisschen früher. Und ich habe da ein tierisches Schiss davor gehabt. Jahre später habe ich da noch Schiss davor gehabt. So mit 16 herum habe ich es dann nochmal gesehen. Und Achtung jetzt, jetzt kommt der Trick auf den Schädel drauf. Und dann macht er so einen lustigen, fragenden Blick. Und das klingt, als wäre die Lava abgeflossen. Ja, mit 16 habe ich ihn dann, wie gesagt, wieder geguckt, den Film. Und habe immer noch tierisch Schiss davor gehabt. Oh, und hier ist ein Stern auch noch runtergefallen. Nicht schlecht. Jo. Und dann habe ich den Ende März dann wieder gesehen bei jemand. Und die hat den Film gehabt auf Festplatte. Und dann haben wir den Film geguckt. Und da habe ich auch noch gedacht, hey, wie habe ich denn vor so einem Scheiß Angst haben können? Das ist ja null gruselig, die Schauspieler sind hundsmiserabel und die Effekte, die wären sogar von 70er-Jahre-Film ohne Anna Kanone. Und
jetzt gehe ich eigentlich mit neu gestärktem Mut an die Sache dran, würde ich sagen. Und freue mich echt tierisch auf die Neuverfilmung. Und der schnarcht immer noch freundlich weiter, während ich ihm eigentlich gerade ein paar Trachter Prügel verpasst habe. Na gut, manche Gegner sind etwas eigen. So, und haut drauf. Sehr schön. Jo, da ist noch so ein ekelhafter Bioschleim. Ich glaube zumindest wirklich, dass die Bioschleim hießen. Und zack. Jawohl, den haben wir ziemlich schnell fertig gekriegt. So, da können wir noch wo hin. Ach ja, ich freue mich einfach echt drauf. Es gibt selten Filme, auf die ich mich wirklich freue. Die neue Star Wars Episode 8, auf die freue ich mich natürlich auch noch sehr. Aber ich muss sagen, auf Ace habe ich mich echt das ganze Jahr gefreut. Und was haben wir dort drin? Wundertau gefunden. Das, was in Secret of Evermore unser Flügel waren, ist hier das Wundertau. Das bringt sofort aus dem Dungeon raus, wenn man es benutzt. Das spart auch viel lästiges Zurücklatscher. Wobei ich hier eigentlich sagen muss, ich nutze das ganz gern zum Leveln, um ehrlich zu sein. Weil man kann in dem Spiel auch nicht genug Levels haben. Und auch später dann, wenn man die Waffe trainieren und aufleveln will, lohnt sich sowas auf jeden Fall. Deswegen Wundertau verwende ich nur, wenn ich denke, Alter, jetzt habe ich aber überhaupt keinen Bock, so rauszulatschen. Und das ist relativ selten. So, der Ackermann Science hat jetzt auch noch Level 8 erreicht. Aber ich glaube, wir nähern uns sowieso gleich am Ende von dem Dungeon hier. Ups, jetzt wollte ich eigentlich das Mädel noch spielen, so lang. Die Klaue ist schon etwas lästiger so als Waffe, merke ich. Zack. Und drauf um die Wetter. Da wir bisher auch nur einen Endgegner hatten, der uns einen Orb gegeben hat, ist das Schwert bisher auch so die einzige Waffe, die wir aufmotzen können. So, was ist hier drin? K.O.-Faust. Autsch. Das war einmal auf die Schniss-Action und hat gleich mal 9 Schade gerissen. Das ist nicht so gut. Herr Uff. Mistviecher. Widerwärtiger Schleim. So, komm schon her. Ja, sorry, dich muss ich auch noch mit einbeziehen, du Schleim. Sonst reproduzieren die sich wieder sehr schnell. Na also, perfekt, geht doch. Irgendwo schnarcht noch einer. Muss wohl hier sein. Okay, wo seid ihr, ihr Schnarcher? Wo bist du? Fauler Sack. Hennet während meinem Dienst. Murmelgoblin ist erledigt. Oh ja. Wenn das 56 Schade-Ei steckt, dann ist der allerdings erledigt. Hey, ich hab ihn doch auch nie abgerahmt. Warum hat das noch mal Schade gegeben? Los, Eva, hab ich ihn. Das ist unfair. Mein Schade wird anscheinend nicht so drauf agiert. Da gibt's wohl eher den Frauenbonus. So, die schleppen wir jetzt in die Eck. Kann ich dich doch fertig machen in der Eck. Zack. Jetzt zu euch hier. Ja, Bioschleim ist erledigt. Okay, also doch Bioschleim. Habe ich es doch noch richtig im Kopf gehabt. Ein paar von den Gegner und Endbosser habe ich noch von der Bezeichnung her im Kopf. Ach ja. Zack. Mein Lieblings-Endboss war eigentlich immer der Tantalus oder Tantalus, aber ich glaube eher Tantalus, spricht man dann aus. Das ist der zweitletzte Endgegner. Auf den freue ich mich jetzt auch schon wieder besonders, weil der meiner Meinung nach eine sehr, sehr geile Endboss-Musik hat. So, da müssen wir hoch, aber da fehlt uns was. Deswegen müssen wir dort hier gehen und müssen hier nochmal den Goblin abstechen, damit wir hier an den Todekopf drankommen. So, zack. Und ich finde das so geil, wie der Totenkopf guckt. Jetzt hat sich hier was gelöst. Und neue Musik gibt's auch noch. So, jetzt kommen wir dorthin. Und wir landen bei der Zwerge. Wer ist das auch? Ging ganz grad sich jemand von unten hier hoch. Einen Moment mal ganz kurz. Da bin ich wieder, ihr liebe Leute. Entschuldigung, oh, das hat ein bisschen wieder am Husten gelegen gerade. Willkommen im Zwergedorf. Da kommst du der Oberwelt, stimmt's? Wir haben hier noch jemand
von Ober, der Koboldmädel, das bei uns im Theater auftritt. Okay. Wisst Bescheid. Interessant, dass die Zwerge Kobolde aufnehmen in Rollenspiele sind die sonst nicht so gut miteinander. Eher die Gnome. Irgendwo hier in der Erde befindet sich der Lava-Tempel. Okay. Das hat man schon. Der ist jetzt bisher overmarschiert in der kurzen Zeit, wo ich so einen 10-sekündigen Cut oder so gehabt habe. So, da ist ein neues Wapper. Und da kommen wir zu dem, den wir brauchen. Wir sehen ja auch schon alle, wie der aussieht, dass der wichtiger sein muss als die andere. Geht's noch Treppe hoch und da ist noch was. Okay, rennen wir mal mit dir, Kerl. Sei gegrüßt. Das ist ja interessant, kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin der Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Aber klar doch, für 100 gibt's das. Alle hopp, gib mal her das Ding. Ein Schäh in der Lava-Grube geschmiedet, das ist doch mal was, oder? Fertig, hier hast du jetzt ein neues Schwert, das ist wunderschön. Was für ein Metall ist das Schwert eigentlich, das ist so edel. Ups, was passiert denn hier, mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Ach, Motto hier, langsam geht mir Lichtluft. Das Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie von deinem Schwert ist auf meinen Hammer übergangen. Leckt mich fett. Da versuche ich jetzt die Mana-Axt zu schmieden. Komm doch später mal wieder. Sehr schön. Hier ist das Ding jetzt anders? Genau. Jetzt hieß das Ding nämlich Breitschwert. Auf Level 1 hießen die Dinger einfach nur Lanze, Klaue, Schwert, Axt und so weiter. Aber wenn man so aufmotzt, dann kriegen sie nochmal Eigennamen. Pro Orb bzw. Stufe. Neue Titel. So. Das haben wir jetzt auf 29 hochgepumpt. Ins Hotel wollen wir noch nicht. Aber Waffe, Rüstungen und Gemischtware können wir mal holen. Der dreht sich hier lustig und danced ab. Auch nicht schlecht. Wie kann ich denn helfen? Wir könnten ein bisschen was kaufen, oder? Kraftarmband. Okay. Holen wir mal für beide. Was gibt's da noch Schönes? Bronzekette, die haben wir schon. Die Dornenweste von unserem Kumpel. Kette-Weste haben wir schon beide. Schlachtrobe kann keiner tragen. Der Eisenhelm. Okay, der Eisenhelm kaufen wir. Und die Dornenweste ist auch gekauft. So, den Ninja-Azu kriegt's Mädel dann später wieder gekauft. Okay. Quatsch, bei der Gretel wollte ich da gar nicht. So. Okay. Was können wir dann anziehen? Der Eisenhelm, der erhöht sich um 5 Rüstpunkte. Dann sind wir jetzt auf Silber statt 2. Das erhöht sich ums Doppelte. Mit dem Armband sind wir jetzt auf 4 statt 2. Und hier mit der Donnerweste Nummer um 3. Da sind wir jetzt bei 13 Rüstpunkte bei der Rüstung. Nicht schlecht. So, dann verkaufen wir nochmal den alten Ach, Quatsch. Das Mädel hat ja auch noch was. Sorry. Sorry. Okay, Mädel. Zieh da mal was Gescheites an. Du kriegst jetzt das Kraftarmband. Und ansonsten gibt's nichts Neues für dich. Okay, dann noch einmal. Du kannst helfen mit Verkaufen. Und die zwei Dinger verkaufen wir. Zack. Und was haben wir dann da noch? Die Kette wäscht, die verkaufen wir. Und das räudige Rebelle-Stirnband für 32 verkaufen wir auch noch. Ja, perfekt. So, jetzt sind wir erstmal von der Zwerge ausgerüstet. Besser geht's derzeit nicht. So, dann gehen wir nochmal da hier. Und was gibt's denn da Schönes? Anscheinend noch nicht. Moment. Huch, jetzt bin ich irgendwo anders hier gelatscht. Wollte ich doch gar nicht. Ach, das ist Theater, stimmt. Treten Sie ein, weltberühmte Zwergetheater heißt Sie willkommen. Der Eintritt kostet 50 Goldstücke. Doch, jo, okay. Warum nicht? Ruhe bitte! Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie, gelbe Pogo-Puschel! Ja, ganz wild, die Bestie. Zehn gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, die Bestie einzufangen. Das sind aber ziemliche Lusche. Er kann
dann sogar Pogo tanze. Und wie sie johlen. Und jetzt etwas, was Herz, die traurig Koboldin. Viel Spaß beim Mitgreine. Ich bin ja so traurig. Es ist eine Tragödie. Es kleine Koboldmädchen hat selten die Krankheit. Das einzige Medikament, was er helfen könnte, kostet aber 500.000 Goldmünze. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum, helfen Sie ihr. Selbst 100 Goldmünze werden schon reicher. Ja komm, wir fallen natürlich sofort drauf rein und geben mal 100. Jetzt ist er gewachsen. Ah, vielen Dank. Damit wäre ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Großartig. Also das Handy uns einfach nur abgezockt. Insgesamt wieder 150 Goldmünze verloren. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hat fast keult. Ich war nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Aha. Sprechen wir euch nochmal an. Ihr Simpel. Ah, ein Spion. Der hat alles gekehrt. Die braucht das Geld wirklich, die Arme. Die kommt aus der Kobaltsiedlung im Hochland, Fluturzer geschwemmt. Wir wollten auch nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? komm, gib uns sein Geld zurück. Bäh, das ist langweilig, Spielverderber. Ja, ja, ich hab Geld wieder. Sogar vom Auftritt, nicht schlecht. 150 Goldstück habe ich wieder zurückgekriegt. Will uns nicht. Was? Wieso? Mir nicht. Ach, reizend. Reizend, wenn man es immer nur mit so Zicke zu tun hat, ne? Der Typ tut mir auch irgendwie leid mit den zwei Mädels dann. Ach ja. Was ist dann das? Ich würde eher sagen, statt was zum? Das zum. Das zum Teufel, auf jeden Fall. Ekelhaftes, hassenswertes Vieh. Und die Dinger sind auch ganz schön nervig. Und also auf die kleine Pflanze kann man drauf schlagen, dann hören die auf mit ihrem Wachstum. So, dann können sie eben nicht stören. Und wenn das Ding jetzt wieder rauskupst, kommt das Ananasgetier, dann kann man wieder drauf schlagen. Autsch. Und so, komm wieder her. Jetzt geht's wieder auf die Gosch. Aber ach, ein interessantes Wesen, ein Ananasgetier, was mit explosive Kürbisse spuckt. Okay, warum nicht? Mann. Schade, dass ich da nicht so drauf komme, sondern durch die Absperrung, die jedes Vieh kämpfen muss. So. Aber eins kann ich auf jeden Fall versprechen. Je stärker die Waffe sind, und wenn man dann Orb hat für den Aufstieg, desto teurer wird das Upgrader. Also am Anfang, wenn man da noch etwas verwöhnt, dass es nur 100 Goldmünze kostet auf der ersten Stufe. Aber das wird auf jeden Fall teurer. Und der Berti, der Zwergeschmied, ist dort definitiv unser Mann, den wir dafür brauchen. So. Ach ja, also wenn wir eine Lektion aus dem Ganzen ziehen, dann definitiv, dass Ananas explosive Kürbisse spucken. Wie im richtigen Leben. Oh, die Gretel hatten beim letzten Schlag schon gekillt. Das hatten aber anscheinend noch geschadet abgezogen. Dann hat er mitgenommen, bis er jetzt wieder erschienen ist. Und jetzt delektieren wir uns an seinem Ananasstaub. Geil. Ja, das gibt Tinte auf den Füller. Und weiter geht's. Lanzenorb erhalten. Ah, nicht schlecht. Ich danke dir. Übertreib nicht so. Werd noch eingebildet. Jetzt halt doch mal endlich mal dein Schlappschnut. Es tut mir leid. Die hat ihr Gedächtnis verloren, als sie angeschwemmt worden ist. Wahrscheinlich sonst auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gepappel geht mir auf die Nerven, du alter Giftzwerg. Ah, na, wie die lacht. Der Tropicallo muss einen Durchgang aus dem Lavatempel gefunden haben. Mit dem Anasame dort könnte man die Amnesie von der Koboldin heilen. Was? Egal, auf zum Lava-Tempel. Jo, Allah, aber nicht allein. Es gibt doch zu viele Monster da. Die Chicke Koboldin in den Lava-Tempel begleite.
Ja, muss so, ne? Dann nehmen wir die Kloboldin halt mit. Das ist sehr nett von dir. Okay, kann ich mir eine Retter? Hey, Aldi Sock. Aldi Sock, ich bin der Ackermanns Heinz. Okay, okay, gib meinem Bester auch noch einen Namen. Gib der kleinen Koboldin einen Namen. Okay, Gertrud geht leider nicht. Das wollte ich ursprünglich machen. Deswegen wird es die Helga. So. Allerhopf. So, Helga, los geht's. Helga, was soll denn das für ein Name sein? Klingt wie Krankheit. Helga schließt sich an. Okay, jetzt haben wir so der Ackermanns Heinz, die Gretel und die Helga. Oh, die scheint auch auf Level 1 zu sein. Nicht so besonders gut. Und sie bringt einen Mana-Bumerang mit. Viel Glück, der Lava-Tempel erreicht ihn durchs Loch, du. Die Tura Orderstadt hat den Tempeleingang aber mit dem Lavasee versiegelt. Am besten besuchen wir die mal in ihrem Schlüssel, damit die Lava wieder beseitigt wird. Früher war sie auch gut die Hexe. Ich weiß nicht, was da mit der los ist. Gehen wir noch nach ins Hexewäldchen und suchen noch ein Schloss von der Alt. Die haben jetzt auch eine neue Waffe, Pfeil und Bogen erhalten. Sehr schön. Nicht schlecht, jetzt können wir uns sogar eine Mirette verlauter Waffe. Ja, da fällt mir rein, der Berdi, der Schmied, der hat noch die Exucht. Okay, das machen wir jetzt nicht mehr in der Episode. Ich würde sagen, wir haben jetzt alles komplett. Deswegen reihen wir uns hier auf. Und ich mache hier meinen Cut. Wir sehen uns dann mal wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also macht's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen, euer Yankee.